Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch zeigen, wie wir uns einen bootbaren USB-Stick mit mehreren verschiedenen Images, sei es Betriebssysteme oder Tools, oder beides, gibt natürlich auch Betriebssysteme und Tools, eine Multi-Boot-USB-Stick sozusagen. Und das Ganze wirklich super, super einfach. Alles, was wir dafür brauchen, ist natürlich ein USB-Stick. Die Größe, ja, ist euch überlassen quasi. Ja, es kommt natürlich ganz darauf an, was ihr alles darauf packen wollt. Und einen Tool, was kostenlos ist und Open Source. Das heißt hier Ventoy. Das ist jetzt hier die offizielle Webseite. Ja, den Link findet ihr natürlich unter Video. Hier könnt ihr euch das herunterladen. Ja, hier sind nochmal jede Menge Infos. Also das Tool ist wirklich super cool. Ich habe das jetzt schon heruntergeladen hier, um Zeit zu sparen. Das ist eine ZIP-Datei hier. Das habe ich auch schon ausgepackt. Ja, das ist, hier sind die Dateien und hier haben wir Ventoy to Disk Exe. Spätestens jetzt müssen wir unseren USB-Stick mit dem PC oder Laptop verbinden. Ja, mein Stick ist schon verbunden hier und ja, einfach die Exe-Datei hier starten mit einem Doppelklick und schon startet das Tool. Hier haben wir unser Stick auswählen. Ja, ich habe jetzt nur eins. Hier bitte aufpassen. Der Stick wird natürlich formatiert. Ja, also wenn ihr Daten darauf habt, ihr noch braucht natürlich vorher sichern. Ja, der Stick wird formatiert. Also die Daten sind alle weg, gelöscht. Ich habe meine Daten schon gesichert hier vom Stick. Hier haben wir nochmal Option. Secure Boot. Ich wähle das mal aus hier. Secure Boot, damit. Genau. Und hier kann man nochmal die Sprache wählen. German, Deutsch, okay. Und einfach installieren klicken und schon geht das los. Hier kommt nochmal genau eine Warnung, dass die Daten, die auf dem USB-Stick verloren gehen, da der Stick formatiert wird. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Ja, geht ziemlich schnell. Das wird jetzt quasi auf dem Stick installiert, das Tool. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist schon der Windows Explorer. Ich mache mal okay und weg. Windows Explorer hier, das ist jetzt mein Stick hier. Das heißt, Ventoy, wenn wir hier so öffnen, sieht es so aus. Ja, ist eben nichts drauf, alles leer. Und nun müssen wir jetzt hier unsere Images, also unsere ISO-Dateien, die wir auf dem Stick haben wollen. Ich habe jetzt hier ein paar vorbereitet, einfach nur für, ja, für ein Beispiel hier eine Live-CD, hier Antivirus, Boot Repair, eine Hirens Boot-CD. Ich kopiere die einfach mal. Genau, alles, was wir jetzt machen müssen, ist einfach die Images. Ich mache nur die beiden, obwohl, gut, okay. Einfach kopieren. Ja, gut. Ja, die ISO-Dateien kopieren und einfügen hier auf unserem Stick. Ich mache das jetzt mal so einfügen. Zack. Und schon werden ja unsere Dateien jetzt beziehungsweise die ISO Dateien, Images auf dem Stick kopieren. Das dauert natürlich einen kleinen Moment. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, nur die beiden für den Beispiel hier. Das reicht. Beziehungsweise, ja, wir können auch noch die eine hier. Das nimmt sich jetzt auch nichts mehr. Ich kopiere das jetzt auch mal auf dem Stick hier. Okay, das dauert jetzt ein bisschen. Und wenn das jetzt durch ist, das werden wir gleich sehen, dann können wir ja einfach einen PC vom oder Laptop eben vom USB-Stick hier booten und das Programm oder Betriebssystem hier sieht hier so aus, ja, auswählen.
was booten soll. Das werden wir gleich sehen. Beziehungsweise wir müssen vorher vielleicht, wenn wir Secure Boot ja für neue PCs nochmal den Key oder das Zertifikat, die Signatur hinzufügen. Das werden wir gleich sehen. Und genau, schon sind, wenn das hier alles durch ist und das ist jetzt unser USB-Stick hier, die Images sind jetzt hier alle drauf. Ja, und schon sind wir fertig mit unserem Stick. Alles, was wir jetzt ja machen müssen, ist einfach mit dem Laptop oder einem PC verbinden, vom USB-Stick starten. Und schon haben wir die Möglichkeit, beziehungsweise ich wechsle mal die Kamera und starte mein PC einmal komplett neu hier. Mein USB-Stick steckt natürlich, ja, ist mit dem PC verbunden. Ich muss gleich in meinem Fall die F8-Taste jetzt drücken, um in den Boot Manager zu kommen. Ja, in meinem Fall, das kann bei euch ein bisschen anders sein vielleicht. Genau, hier wähle ich einfach mal mein USB-Stick aus und drücke Enter und schon bin ich jetzt hier in dieses ja, Boot Manager von Ventoy und habe hier die Möglichkeit zwischen den verschiedenen Betriebssysteme oder Tools oder was auch immer wir uns da auf dem Stick gezogen haben, auszuwählen, ja, mit der Tastatur, einfach mit der Kursortaste nach oben und unten. Hier haben wir nochmal eine Option, beziehungsweise zwei bis drei. F1 Mem Disk hier, das wird irgendwie alles erstmal in den Zwischenspeicher geladen, denke ich. Oder F2 hier können wir den Rechner neu starten oder ausmachen oder eben zurück zum Hauptmenü. Und genau, wenn wir uns hier ein Tool oder Betriebssystem, je nachdem, was wir starten wollen, ja, ausgesucht haben, einfach markieren, Enter drücken und schon startet jetzt unser PC, bootet ja von unser USB-Stick mit dem gewünschten Tool oder Betriebssystem halt. Genau, das war's auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Abonnieren nicht vergessen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Like freue ich mich natürlich auch. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.